Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Heute in der Suche nach der Oase. Ich sehe jetzt schon, dass die Oasen fehlen. Wahrscheinlich muss ich für das Wasser sorgen. Ich habe im Übrigen auch schon die fehlenden Teile vom letzten Mal gefunden und es ist einfach nur beschallert von mir, dass ich die nicht gesehen habe. Die waren so mehr als obvious, dass man denken könnte, ich wäre blind geboren worden. Zack. Denn diese Kristallsplitter, die fliegen stark eigentlich. Konnte ich bisher noch gar nicht sehen. Ah, ich habe die Oase gefunden. Ja, es hält sich in Grenzen. Oh, wer will Schlange an Spieß? Alter, das Ding ist ja mega stark. Vor allem auch noch diese Spur, die ich dann hinter mir ziehe. Okay, kleine Gegner macht es instant fertig. Ich habe meine Fähigkeit verloren. Nein. Wie soll ich die Schlange fertig machen, wenn ich keine Fähigkeit habe? Bleib weg von mir. Ich will dich nicht. Ich habe die geheime Oase gefunden. Und jetzt mache ich ein Nickerchen. Im Wasser. Ich halte ein Nickerchen auf der Bank hier. Mach ein Nickerchen am geheimen Pool. Ich wollte einfach nur generell ein Nickerchen machen. Ich wusste nicht, dass das eine Aufgabe ist. Aber sehr gut. Oh, Geld. Das wird jetzt doof, ne? Die Schlange steht da noch vor dem Eingang. Die wird mich essen wollen. Sie ist blind. Gut. Oh, um Gottes Willen, was bist du denn? Warum versuche ich es aufzuessen? Kann ich dem Ding überhaupt Schaden machen? Das Ding zu besiegen wäre wahrscheinlich eine Aufgabe, aber ich hatte keine Fähigkeit. Aua. Ich werde mit euch das Ding fertig zu machen, ist eine Aufgabe. Kann ich den Dingern wehtun? Ja, sie sind wie diese Pokies bei Mario. Wie es scheint. So, hier war doch noch einer, oder nicht? Ach, egal. So kann man das auch machen, ne? Easy. Die waren ja easy fertig zu machen. Ja, Kibbel. Aua. Frühstück. Das habe ich auch so gesehen. Sägezahnbumerang. Boah, ich kriege hier mega viele Blaupausen. Das zielen Lärme normal. Das Springen auch. Ah, okay. Man kann das nicht fertig machen. Gut. Obwohl, irgendwie wahrscheinlich doch. Ich kann mir vorstellen, mit so einem Wasserstopfer. War doch klar, dass hier noch was ist. Ich bitte euch, Leute. Und wieder ein versteckter Waddle Dee. Ja, wir retten unsere Freunde. Nein!
wir hier oben bleiben. Du bist Bombe, ne? Oh, Bombe ist ja richtig gut gegen das. Oh, wir gehen in den geheimen Bunker. Der Rollstopper. Also der Rohrstopfer. Hui. Hui. Upsa. Ach verdammt, ein paar Münzen nicht mitgenommen. Abgetroffen. Und ein geheimes Waddle Dee gerettet. Ja, ich bin gut. Ich brauche keinen neuen Versuch. Ich hab's doch geschafft. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts dadurch übersehen. Aber dieses Vieh da oben ist mega cool. Ich glaube, ich brauche den Maulwurf. Ich wusste gar nicht, dass ich deren Steine einsaugen kann. Warte mal, könnte ich eventuell... Ja, ich muss den Kreis besser ziehen. Nee, das bedauere ich mal Tiefenfähigkeit davon nicht. Und das hat nichts gebracht. Ernsthaft? Aua. Kann ich eigentlich runter durch? Nö. Hätte ja sein können. Hä? Der will mir noch gerade mitteilen, ich soll da drunter durch. Ah. Der war der Stopfer. So, jetzt mache ich dich weg. Ist bestimmt dein Nemesis. Ja, den sauber machen. Besiege zwei giftige Quaxicums. So heißen die Viecher also. Die sehen halt mega cool aus. Da habe ich einen besseren Namen erwartet. So, Knopf gedrückt. Und das hier ist eine Herausforderung. Okay. Komm her, ich brauch dich. Perfekt gelandet. Einer fehlt. Ja, Waddle Dee ist gerettet. Ich komme, Waddle. Grabe gründlich im geheimen Raum. Ich glaube, das mit dem Frösch ist das Einzige, was noch fehlt. Und ein geheimer Waddle Dee, der noch kommt. Oh, ich krieg mal alles auf einmal auf die Kette. Da oben ist auch irgendwo noch was mit, zum Saubermachen. Höchstwahrscheinlich. Irgendwo da oben ist ein Wasserstoff, mit dem komme ich nicht hoch. Ich sehe schon wo. Also zumindest wo der Schlüssel dafür ist. Ah, das wird jetzt nach oben gebracht. Blub, blub.
So, erstmal machen wir hier sauber. So, und jetzt machen wir dich weg. Das Quaxikum wurde besiegt. Das sieht so weird aus, das Bild. So, Level abgeschossen, würde ich sagen. Ah, nochmal in Oase. Ich will nochmal anmerken, dass mit dem Nickerchen, ich wollte als Joke dort ein Nickerchen machen. Ich wusste nicht, dass das eine geheime Quest ist, so gesehen. Ach, wann kriege ich Serie 3 bloß? Wie weit sind wir jetzt eigentlich vom Prozentstatus her? Nochmal. Ich weiß, beim letzten Mal waren wir ungefähr bei 42%. Ich glaube, wir haben Hälfte des Spiels so langsam. Da ist eine Herausforderung. Und da ist eine Herausforderung. Immer noch 42. Der Bohrerschatz. Eine Stufe zurückgehen. Ey, ganz ehrlich, ihr könntet mir auch den anderen Bohrer lassen. Das würde nicht wirklich einen riesen Unterschied machen. Ah ne, hier muss ich später durch. Wartet. So, ich muss überall einmal hin. Das ist ein Labyrinth. Oh, die Quaxikums. Die mega coolen Frösche. Oh, mir werden neue Wege freigemacht. Oh Gott, das da ist ekelhaft. Ah, ich kann da unten lang. Zu den Igeln. Jetzt haben wir das doch auf. Also mit dem Bohrer ist das Teil da tatsächlich sehr leicht zu manövrieren. So, ich habe Deutsch hinbekommen. Wo habe ich einen übersehen? Ach, da unten. Bin zum richtigen Zeitpunkt wieder hochgekommen. Ich weiß nicht, ob ich schnell genug bin. Ich habe ein paar falsche Abzweigungen genommen. Das kann man aber tatsächlich perfekt in einer Reihe machen. Wahrscheinlich so kreisrum von links nach rechts. Okay, brauche ich neues? Nee, hier brauche ich Drachenfeuer. Das mega coole Drachenfeuer. Und tschüss. Um Gottes Willen, in die Decke. Ich muss das Eis wegmachen, ne? Und nochmal, weil ich eine Ecke vermasselt habe. Das Eisfeuer so gut auffällt, hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Okay, ich bin in der Flammenlinie schon mal ein Stück voraus, das ist gut. Oh Gott, sie holt mich ein.
schnell rein da. Also vom Prinzip her konnte ich nicht schneller sein. Wie soll ich das Feuer beschleunigen? Da wird mir schon irgendwie ein Trick einfallen offscreen. Auf jeden Fall zurück zur Waddle-Dee-Stadt. Wir haben eine neue Fähigkeit, die kurz angeguckt werden muss. Nämlich neue Chakrams. Beziehungsweise neue Boomeringe. Die sind hoffentlich richtig krass. Wir kriegen mittlerweile von allem die Endversion, ne? Segelzahnboomerange. Dann bin ich mal gespannt. Falsche Richtung. Okay, ein deutlicher Kraftzuwachs, aber Tempo wird geringer. Oh, ich werfe einen Kreissegen. Diese Boomerang-Variante verursacht mehr Schaden und hat eine höhere Reichweite. Die Klinge prallen auch von Wänden ab, also ziele gut, um sie weiter fliegen zu lassen. Okay, die sind ultra. Warte mal. Wenn man das richtig gut zielt. Ich versuche das jetzt mal. Nee, falsche Richtung. Schade. Wenn man nämlich gut zielen würde. Ja, ungefähr so. Boah, jetzt prallt die Ultra-Klinge überall ab. Boah, das ist ja richtig geil. Vor allen Dingen, wie viel Reichweite die auch hat, ne? Aber dafür schießt die halt ein bisschen langsamer. Das hat schon gar nichts mehr mit Boomerangen zu tun. Das ist einfach nur die Ultra-Vernichtung. Vor allen Dingen, guck mal, wenn ich so einen Gegner so ganz leicht treffe. Oh, ich habe die Waddle-Dees umgebracht. Das ist irgendwie an dem gerade so abgebreitet, dass es einfach weitergeflogen ist. Richtig krass. Okay, Leute. Ich würde sagen, hier ist für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr ja den Drill. Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.